Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator. Es ist wieder soweit, wir sind auf den Straßen Amerikas unterwegs und werden gleich unsere Ladung abladen. Ich muss mal ein bisschen was trinken, weil die Stimme ist schon rau vom vielen Gerede. In letzter Zeit, also ich habe ja schon mal in der Folge über die in Anführungszeichen Schattenseiten des Erfolgs, das ist ja jetzt auch so ein bisschen übertrieben, ne? Aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Also der Kanal ist ja explosionsartig gewachsen, das habe ich ja schon ziemlich oft gesagt, und das hat uns wirklich auch irgendwie überrascht, weil das ist wirklich, ja, viele von euch werden das sicher, die einen YouTube-Kanal haben, werden das sicherlich selbst irgendwann mal erleben. Das ist richtig, es ist ungewohnt, wenn das alles so, wenn auf einmal ganz viele Leute was von einem wollen und man auf einmal nicht mehr auf alle Kommentare, nicht mehr auf alle Nachrichten und sowas antworten kann, weil man sonst zu nichts mehr kommt und dann auch keine Let's Plays oder Folgen mehr hochladen kann. Das ist ganz komisch, wenn man da auf einmal so reingeschmissen wird quasi. Aber das habe ich ja alles schon erzählt. Und beziehungsweise ich glaube, ich habe in der Folge erzählt, dass es so Leute gab, die so, und auch noch gibt, die so privaten Kram so erfahren wollten über Zengis und mich, was uns immer so ein bisschen wundert, weil ich glaube nicht, dass einem das irgendwas bringt irgendwie. Naja, habe ich ja damals schon erzählt. So, das wollte ich heute mal weiterführen, weil es ist eine Sache passiert, die hat mich fassungslos gemacht. Das habe ich so noch nie erlebt. Da kam irgendein komischer Kerl und hat einfach 100 Videos, die 100 erfolgreichsten Videos von unserem YouTube-Kanal runtergeladen und bei sich hochgeladen. Vorher war da kein Video drauf, dann waren da 100 Videos von uns drauf, die wurden dann auch angeklickt. Manche hatten, glaube ich, ziemlich schnell 40, 50, 60, 100 Aufrufe. Warum? Also, das verstehe ich nicht. Das kann man doch nicht machen. Also, und es ist halt für uns richtig nervig, weil natürlich geht sowas nicht, ne? Und wenn man da nichts gegen macht quasi, dann kommen direkt andere und machen das genauso. Deswegen muss man was gegen machen. Das Problem ist, dass wir die Videos alle einzeln sperren müssen. Das geht ziemlich schnell. Also, im Sinne von, dass die Videos dann runtergeladen ist, aber das alles auszufüllen und sowas, beziehungsweise die alle zu markieren und dann mit dem Original-Dings zu verknüpfen und sowas, das müssen wir hier lang? Stimmt. Das dauert. Und das ist richtig nervige Arbeit. Und das verstehe ich einfach nicht, wie man so dämlich sein kann und einfach so Sachen, wir wurden nicht mal gefragt. Also es ist, ich finde das toll, wenn Leute sagen, okay, ihr habt da irgendein Video gemacht oder sowas, meinetwegen hier zu Notruf 112 oder sowas, und ich wollte immer schon mal ein Informationsvideo darüber machen und kann ich da nicht so einen Ausschnitt draus verwenden aus dem Interview oder aus dem Gameplay oder sowas und den dann bei mir hochladen. Da sind Zengis und ich die Letzten, die sagen, nee, das geht nicht, das ist unser Material. Aber man muss halt mal gefragt haben, ne? Das muss halt mal so, also zumindest in meiner Welt so, man muss einmal gefragt haben und dann kann man ja drüber reden und dann lernt man das Gegenüber auch so kennen, aber einfach runterladen und hochladen, ich finde das total merkwürdig, beziehungsweise auch doof irgendwie. Also, wie gesagt, es macht uns halt einfach nur Arbeit. Ja, und das ist echt so eine Sache, verstehe ich nicht. Ist auch komplett neu. Und dann auch nicht nur ein, zwei Videos, sondern 100 Videos. Vor allen Dingen, der Kanal hat jetzt 3, 4, 5, nee, der muss fast 10 Strikes haben, aber das scheint ihn wenig zu beirren. So, nehmen wir den nächsten Frachtauftrag an.
Aber genau, dazu mache ich das. Dazu finde ich den. Haben wir schon mal einen Kingman? Ich glaube nicht. Machen wir mal Bagger dahin. Oder Yuma. Aber noch nicht. Ach komm, machen wir mal Kingman. Das ist doch super. Bitumen, da müssen wir hinfahren. Ich glaube, wir müssen zur anderen Seite raus. Aber besser spät feststellen als nie feststellen. Und wir müssen auch bald schlafen. Das können wir dann mal auf dem Weg machen. Genau, hier. So. Nee, aber dazu finde ich den American Truck Simulator ganz cool, weil man das dann so mal, weil sich das Format so perfekt eignet, beziehungsweise das habe ich ja selbst so entschieden, dass das so mein Format ist, wo ich sowas alles mal besprechen kann. Mit euch. Um auch euch so ein bisschen teilhaben zu lassen an so Sachen, die man halt, wenn man mal keine Videos produziert oder Kommentare beantwortet oder Sachen organisiert oder schneidet oder sonst wie was macht, was halt so mit dem Kanal direkt zu tun hat. Das gehört halt irgendwie alles dazu. Und dann gibt es auch viele Leute, das finde ich eigentlich ja super nett und sowas, aber es gibt in letzter Zeit viele Leute, die dann fragen, sag mal, wie kann man eigentlich auf YouTube erfolgreich werden? Und da denke ich mir immer so, ja, da bin ich jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich meine, gut, es ist natürlich so nicht wenig, was wir an Abonnenten haben, das gebe ich ja zu. Also es erfreut uns auch und sowas, und 15.000 ist natürlich so, wenn man sich das vorstellt, eine richtig große Zahl und sowas, das finden wir wirklich toll und cool. Aber es gibt, auf YouTube ist das halt nicht viel und erfolgreich ist man, glaube ich, ja, ist natürlich so eine Frage der Definition, sagen wir. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es dann viele Leute, die fragen, wie wird man hier auf YouTube erfolgreich? Und dann ist die nächste Frage meistens direkt, können wir nicht mal was zusammen aufnehmen? Da denke ich mir immer so, das kann doch nicht das Ziel von einem YouTuber sein, sich an anderen YouTubern in Anführungszeichen hochzuziehen. Also ich meine, das geht ja, ne? Wenn man dann immer mit dem YouTuber aufnimmt, dann kann man ziemlich schnell ziemlich viele Abonnenten, glaube ich, an Land ziehen, dazu bekommen. Aber das kann doch nicht das Ziel sein, weil es ist doch gerade, also ich war zum Beispiel in Nordrhein-TV-Play, das ist das Werk von Zengis und mir. Wir haben Sachen gespielt, haben damit irgendwen erreicht und haben damit halt ein paar Abonnenten gewinnen können. Und das macht uns glücklich und auch, ja, immer ein bisschen stolz, das kann man ja schon so sagen. Entschuldigung. Und wenn man das Gefühl hätte man nicht, wenn man immer nur durch irgendwelche Kooperationen mit großen YouTubern oder sowas sich vergrößert hätte. Deswegen lasst es sein. Das macht einen nicht glücklich, glaube ich. So, wo müssen wir denn hin? Da vorne. Hier? Nee. Ich glaube, wir sind einen zu weit gefahren, oder? Oder ist das hier? Nee, ist nicht hier. Den einzigen Tipp, und da bin ich ja nicht der Einzige, der den so geben kann. Der einzige Tipp, den man geben kann, ist, bleibt einfach ihr selbst in euren Let's Plays oder sowas und verstellt euch nicht. Also das ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Sache, beziehungsweise, also, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber gerade bei so Let's Playern oder sowas
höre ich das schon raus, wenn das so gekünstelt ist. Wenn die dann, ja, ich mag's nicht. Und das macht einen dann irgendwie nicht sympathischer, wenn man immer nur so eine künstliche Unterhaltung dann da bietet. Deswegen bleibt einfach ihr selber und dann macht's euch auch Spaß und dann bringt euch das nicht in irgendwelche doofen Situationen oder sowas. Also Zengis und ich sind in den Let's Plays so, wie wir sind. Also wir sprechen so, wie wir im Alltag sprechen. Wir machen auch die gleichen dummen Witze wie im Alltag und wir nehmen uns auch genauso ernst oder halt auch nicht ernst wie im Alltag. Und das auch noch eine wichtige Sache ist, dass man über sich lachen kann. Das ist so eine Sache, das fehlt auch vielen. Die denken immer, sie sind die coolsten und die geilsten und die tollsten und die intelligentesten und was es da halt noch so für Attribute gibt. Aber einfach mal so zurücktreten und sagen, okay, man ist im besten Fall einfach ein normaler Mensch, aber und hat auf YouTube dann halt meinetwegen 15.000 Abonnenten oder mehr oder weniger, keine Ahnung. Aber das ändert nichts daran. Also man ist einfach noch der Gleiche und man ist auch nicht der Beste. Und es gibt immer Sachen, die man noch verbessern kann und sowas. Das muss man sich einfach so immer wieder klar machen. Ich finde das irgendwie, das ist immer so der Moment, wo ich bei anderen YouTubern abschalte, wenn die dann so über sich selbst philosophieren und zum Schluss kommen, dass sie ja sowieso der Beste sind. Also, gut, das kann man einmal machen, aber beim zweiten Mal kennt man das ja schon als Zuschauer, deswegen. Also ja, deswegen, also das finde ich ist eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch als Zuschauer noch irgendwie eine andere Idee oder eine andere Vorstellung davon, was einen guten YouTuber in Anführungszeichen ausmacht, beziehungsweise was irgendwie Erfolg oder sowas dann hervorbringt. Keine Ahnung, also es sind halt so meine persönlichen Maßstäbe oder meine persönlichen Dinge, die ich halt so wichtig finde. Ja. Wichtigtuerei. Nee, das ist wirklich, also so Arroganz und Wichtigtuerei, das ist wirklich was mich manchmal auch richtig nervt bei anderen Leuten, die dann immer einem erzählen, wie toll man ist. Zum Beispiel, das wurde mir nur erzählt, gab es einen Kanal, der sich als besten Sowieso-Spieler, also von irgendeinem Simulationsspiel oder sowas, bezeichnet hat. Das kann man natürlich machen, ne? Aber das würde mir zum Beispiel nie in den Sinn kommen, weil, ich glaube, wir hatten schon mehr, ja, wesentlich mehr Abonnenten und auch Klicks zu dem Zeitpunkt und sowas. Und trotzdem, ich weiß ganz genau, dass ich in keinem Spiel, keinem Simulator der Beste bin. Dazu habe ich auch zu wenig Expertise da in den Einzelnen oder zu wenig, da vorne ist erst die Ampel, zu wenig Wissen zu den einzelnen Bereichen. Aber das muss man halt auch selbst irgendwie erkennen, ne? Also es ist so bei vielen, ja. Also das sind so Sachen, die sollte man vielleicht vermeiden, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, erfolgreich werden will. Weil das kann man sich immer wieder sagen, also ich bin weder der Beste im American Truck Simulator noch in Transocean oder was es noch so für Spiele aktuell gibt oder was habe ich noch gespielt, Landwirtschaftssimulator bin ich auch nicht der Beste oder sowas. Ich bin noch nicht mal gut, vermutlich, in den Spielen, aber ich denke, ja. Aber ist jetzt nur so ein Beispiel, ne? Also, das kann man natürlich vermeiden. So, hier ist eine Baustelle, da müssen wir ein bisschen. Schauen.
So. Ah, da stehen sie wieder, um einzufahren. Das berühmte Phänomen. Merkst du selber, ne? So. Gut. Ja, ich denke, das war wieder eine informative Folge. Wie es weitergeht, das seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Aufenthalt auf YouTube, viel Erfolg auf YouTube und ja, alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss.